Signal. Und ich schätze auch, dass der Modell Zubindung zwischen 10 und 18 Übergang schon. Bitte melden Sie sich doch bei Lisa Zelt von der Nachwuchsförderung, wo modellflug.ch draufsteht. Wir werden uns freuen, Sie kennenzulernen. Dann noch etwas anderes, wir haben dort auch noch einen Wettbewerb. Dort können Sie Flugstunden bei uns gewinnen. Nehmen Sie doch teil, versuchen Sie Ihr Glück. Danke. Also, das gilt eigentlich nicht nur für Jungs, sondern auch zurück zum Airbus. Antrieben wird von einer Jetcat-Turbine. Jetcat, die mittlerweile in der Modell-Jet-Flügerei zu einem Standard geworden ist. Das zeigt sich mal, dass er zwei Linien hat. Die Länge nämlich eins. Vier. Ich habe hier leider keine Angaben. Aber mittlerweile bauen die auch Jetcat relativ kleine Turbinen. Da könnte man also auch vier Linien bauen. Das ist dann einfach ein enormer Mehraufwand an Sachen Technik, Wartung und Elektronik, die dann hier gebaut werden muss. Für so ein Modell, das so einen grossen Rund hat, ist natürlich der Platz nicht unbedingt das Problem. Moniert ist das Ganze Hamburg, Deutschland wurde. Und dass das fliegt, beziehungsweise dass das zusammenpasst, ist für mich immer wieder ein riesiges Wunder. Wenn man sieht, dass in Europa eigentlich immer wieder zusammenpasst. Aber daran her wieder ein riesiges Geschäft an Land zu haben. Der Abend bis jetzt ist Langstrecke. Passagierflugzeug, also so Amerika-Flug oder Asien-Flug. So, nice landing. Forster fliegt jetzt der Adi seine Airbus zum Landen an. Jawohl, jetzt noch ein Ausschweben lassen. Ja, hier echt. Wunderbar. Ein riesen Applaus für den Adi. Und die Nervung. Ja, und noch ein bisschen schneiden, das ist gut. Moderieren.